Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Flashbits und das ist mein erstes Video auf YouTube. Heute reden wir über die Razer Basilisk Ultimate, der teuersten Maus von Razer zum Zeitpunkt dieses Videos. Ob die Razer Viper Ultimate den Kauf, vor allen Dingen den hohen Preis wert ist, das erfahrt ihr nach dem Intro. Los geht's! Die Razer Basilisk Ultimate ist ein direkter Konkurrent für die G502 Lightspeed von Logitech und diesen Vergleich scheut Razer auch nicht. Nach dem Update von der Basilisk hat sich das Design der Basilisk Ultimate eindeutig an die G502 angenähert. Die ursprünglichen Rundungen von der Basilisk wurden kantiger und an das Design angepasst. Wir haben ähnlich wie bei der G502 glänzende Plastikakzente. Was ich allerdings nicht verstehe, ist, warum Razer es für nötig gehalten hat, sich von dem Supercoating der Viper Ultimate zu verabschieden und ein Coating zu benutzen, was deutlich anfälliger für Fingerabdrücke ist. Eigentlich der größte Minuspunkt der Maus. Das führe ich nachher nochmal auf. Die Maße der Maus. Ich habe mir Mühe gegeben, das zu messen. Das ist bei dieser Art von Maus nicht ganz einfach, da es sich um einen Ergo-Shape handelt. Die Maus ist 130 mm lang, hat eine Breite von 80 mm, allerdings eine effektive Gripweite von 60 mm, dadurch, dass man die Daumenauflage nicht wirklich mitzählen kann. Die Maus ist ca. 40 mm hoch, also eignet sie sich für Leute mit mittelgroßen Händen. Die Maus wiegt 107 Gramm und geht damit nicht den Trend der Ultra-Lightweight-Shooter-Mäusen, sondern ist eher ein Schwergewicht. Die meisten Leute, die interessiert an Ergo-Mäusen sind, werden wahrscheinlich nicht allzu abgeschreckt davon sein. Wenn ihr allerdings Shooter vornehmlich spielt und vor allen Dingen mit niedrigen DPI-Settings, seid ihr auf niedrigere Gewichte angewiesen und diese Maus wäre nicht das Richtige für euch. Das Design. Die Rundungen werden kantiger, die matte Handballenauflage wird von glänzenden Plastikelementen durchzogen. Was sehr erfreulich ist, dass Razer sich zurückgenommen hat beim Branding. Das Razer-Zeichen ist jetzt tatsächlich fast nur sichtbar, wenn das RGB angeht. Wenn man das RGB ausstellen sollte, verschwindet das Logo gänzlich unter dem Coating, nur unter direktem Lichteinfall ist es dann zu sehen. Ich für meinen Teil finde das sehr löblich, dass Razer sich ein bisschen zurücknimmt im Branding. Das ergonomische Design ist für Rechtshänder geeignet, Linkshänder schauen in die Röhre. Die Buttons. Auf der Unterseite haben wir die Pins für das Charging Dock, ein Fach für die Dongle und die neuen weißen PTFI-Füße. Diese PTFI-Füße sollte man nicht als Feature unterschätzen. Viele schauen nur auf den Sensor, auf die DPI-Anzahl, auf das RGB, aber die PTFI-Füße sind ein eindeutiges Upgrade im Vergleich zu den alten Füßen von Razer und sorgen dafür, dass die Maus deutlich smoother über das Mauspad gleitet. Alles in allem ein großes Update, sorgt für ein super Handling und macht deutlich mehr Spaß als die alten Razer-Mäuse zu bedienen. Außerdem findet man das Resistant Reel für das Mausrad, um dieses einzustellen. Auf dem höchsten Wert sind die Scrollsteps so prononciert, dass ihr im Prinzip einzelne Button-Klicks darauf legen könnt, also nicht nur Scroll-Up und Scroll-Down, sondern dass man wirklich ein haptischen Klick nachvollziehen kann und diesen so praktisch belegen könnte, wenn ihr dafür Bedarf habt. Auf der niedrigsten Widerstandsstufe hat man gar keine Scrollsteps mehr und es fühlt sich an, als ob ihr das Mausrad durch Butter gleiten lassen würdet. Reddit-Scrollen war noch nie besser. Ich für meinen Teil könnte auf dieses Feature nicht verzichten. Es ist kein Infinity Scroll Reel wie bei der G502 Lightspeed, also ihr könnt es nicht entlocken, einmal spinnen lassen und dann wieder stoppen, sondern es ist eher ein weiches Scrollen. Ich für meinen Teil bin kein großer Fan von dem Infinity Scroll Reel, weil ich denke, solange man nicht eine 10-Stunden-Timeline beim Videocutten hat, braucht man das nicht, meiner Meinung nach. Wenn ihr dagegen seid, könnt ihr es gerne in die Kommentare schreiben. Ich für meinen Teil brauch's nicht. Wenn ihr es braucht, greift zu G502 Lightspeed. Die einzige vergleichbare Maus, die dieses Feature hat. Neben dem Scroll Reel findet ihr noch die Taste zum Wechseln von Profilen. Auf dem internen Speicher der Maus könnt ihr Profile speichern und die mit diesem Button wechseln. Er ist auch frei belegbar in Synapse, aber effektiv macht es keinen Sinn, diesen Button zu belegen, weil niemand während dem Gameplay eine Maus umdreht, um den Button zu drücken. Außerdem findet ihr den An- und Ausschalter. Auch der Sniper-Button in zwei Varianten, einer langen und einer kurzen, ist wieder zurück. Ihr könnt euch entscheiden, welche ihr benutzt. Allerdings werden die meisten den langen bevorzugen, was auch meiner Meinung nach der richtige Button ist, weil wenn ihr den kurzen einsetzt, werdet ihr feststellen, dass euer Daumen unnatürlich weit nach vorne gezogen werden muss, um den Button zu triggern. Wenn ihr den langen nehmt, müsst ihr im Prinzip nur von den Zeitbuttons einen Schritt runtergehen und könnt erfolgreich den Button triggern. Von Haus aus ist dieser Button als DPI-Clutch von Razer gedacht. Das heißt, ihr könnt den Button drücken und die DPI werden stark reduziert, was besonders praktisch beim Snipen ist, weil euch so das Tracking erleichtert wird. Da ich allerdings dazu neige, immer in den gleichen DPI zu spielen und nicht im Spiel die DPI zu wechseln, meistens spiele ich bei einer Auflösung von 2000
3560x1044p mit DPI zwischen 1000 und 2000. Das ist relativ hoch. Die meisten neigen dazu, niedrige DPI zu nehmen. Ich habe mich daran gewöhnt und werde das nicht benutzen. Von daher habe ich mich entschieden, in Synapse den Button neu zu belegen und finde es besonders praktisch, diesen Button als Hypershift-Button zu benutzen. Hypershift ist eine Funktion von Razer, die euch erlaubt, ein zweites Layer an Tasten neu zu belegen. Das heißt, wenn ihr eine Razer-Tastatur oder eine Razer-Maus habt, könnt ihr einen dedizierten Button auswählen, der Hypershift-Button ist. Wenn dieser gedrückt gehalten wird, könnt ihr jedem Button auf dem Gerät oder auf euren Geräten eine zweite Funktion zuweisen. Das habe ich bisher nie genutzt, aus dem einfachen Grund, dass ich davor eine LAN-Set hatte, die nur Seiten-Buttons hatte, die ich für andere Sachen gebraucht habe. Jetzt durch den zusätzlichen Button ist das genau die richtige Position für diesen Hypershift und da kann man der Vorstellung freien Lauf lassen. Ich habe zum Beispiel mir einfach Media-Buttons durch den Hypershift ermöglicht. Wenn ich den Hypershift-Button drücke, kann ich Scroll up machen oder Scroll down, um Volumen lauter und leiser zu machen, Side-Scroll, um Tracks zu skippen und so weiter und so fort. Die Möglichkeiten sind unbegrenzt. Ihr könnt sogar Shortcuts in einem bestimmten Programm darauf legen. Also auch für Leute, die produktiv arbeiten wollen, ist das eine super Möglichkeit, die von den meisten Razer-Nutzern wahrscheinlich gar nicht wahrgenommen wird. Naja, genug gerantet von Synapse. Weiter geht's mit der eigentlichen Maus. Die Side-Buttons selber sind auch ein großes Update im Vergleich zu früher. Sie sind deutlich taktiler, haben ein schöneres Klicken, haben nicht mehr so viel Pre-Travel, was ich besonders nervig bei der LAN-Set fand. Jetzt sind sie schön taktil und ich habe kein Problem mehr, sie zu drücken. Auch hier wurde designtechnisch ein bisschen von der G502 Lightspeed abgeguckt und die Buttons sind in glossy schwarz lackiert. Das wird die meisten stören, allerdings ist der Akzent so klein, dass in dem Fall eigentlich nicht viel schief gehen kann. Also die Fingerabdrücke sind da nicht so auffällig, wie wenn man jetzt den kompletten Mausrücken in glossy hätte. Wobei, wie schon eingangs erwähnt, das Coating von der Ultimate leider trotz matt schwarz anfällig für Fingerabdrücke ist. Mausschalter 1 und 2 wurden auch wie bei der Viper Ultimate mit den optomechanischen Schaltern von Razer ausgestattet. Diese sind in der Theorie besser als normale mechanische Buttons. Die meisten Mäuse haben mechanische Schalter, die so wie jeder andere Schalter auch mit einem mechanischen Element ausgelöst werden. Die optomechanischen Schalter von Razer funktionieren da etwas anders und werden durch eine Lichtschranke ausgelöst. Das hört sich erstmal nach Überengineering an, hat aber den Vorteil, dass Double-Click-Probleme und Debounce-Delay der Vergangenheit angehören. Besonders die G-Pro Wireless von Logitech ist dafür bekannt. Eigentlich eine der besten Gaming-Mäuse überhaupt auf dem Markt. Hat offensichtlich das Problem, das kann man relativ viel auf Reddit lesen, dass nach viel Benutzung sie zu Double-Clicks neigt. Das heißt, dass mit einem Klick zweimal ausgelöst wird, in den meisten Spielen auch. Und dadurch, dass wir hier kein mechanisches Element mehr haben, was auslöst, kann es auch nicht mehr zu diesen Abnutzungserscheinungen kommen. Razer propagiert gleichzeitig eine dreimal so schnelle Auslösegeschwindigkeit. Das ist allerdings das typische Razer-Marketing-Gewäsch, dass man dadurch irgendwie einen Vorteil im Game hat, ist Schwachsinn, weil die Auslösegeschwindigkeit von herkömmlichen mechanischen Schaltern so schnell ist, dass ein Mensch gar nicht schnell genug reagieren kann. Vielleicht gibt es irgendwo auf der Welt Pro-Gamer, die tatsächlich von dieser schnelleren Auslösezeit profitieren sollten. Wenn ihr einer davon seid, super, freut mich für euch. Ich für meinen Teil konnte keinen Unterschied erkennen. Das Wegfallen von Debounce Delay ist ein weiterer Vorteil. Das bedeutet, wenn man bei einem normalen mechanischen Schalter einmal klickt und wieder loslässt, muss der Schalter im Inneren einmal diese mechanische Schranke überwinden, um wieder neu auszulösen. Dadurch, dass wir keine mechanische Schranke, sondern eine Lichtschranke haben, kann dadurch schneller in Folge geklickt werden, ohne dass man das Debounce Delay haben sollte. Besonders bei Spielen wie League of Legends könnte das ein Vorteil sein. Ich bin kein Pro-Gamer, ich kann euch nicht sagen, ob das wirklich in der Praxis so einen großen Unterschied machen wird. Insgesamt eine gute Sache. Manche Leute bemängeln, dass diese optomechanischen Schalter nicht ganz so clicky und taktil sind wie die typischen mechanischen Schalter, die man in den anderen meisten Mäusen findet. Allerdings soll Razer bei neueren Revisionen dieses Problem angegangen haben und die Taktilität erhöht haben.
Im Innern der Maus ist Razers hauseigener Focus Plus Sensor verbaut. Der hat eine maximale DPI von 20.000, die natürlich niemand in der Praxis benutzen wird. Ganz einfach, weil 20.000 so eine hohe Empfindlichkeit besitzt, dass kein Mensch damit normal spielen kann. Natürlich, wenn jetzt irgendjemand bei sich zu Hause einen 8K-Fernseher stehen hat, ist er froh, wenn er höhere DPI hat. Jetzt allerdings neigen die Leute eher dazu, niedrige DPI und viel Maus-Movement zu benutzen. Neben der hohen DPI-Zahl ist das Besondere am Focus Plus Sensor ein Paket aus Features, die man jetzt nicht bei den anderen High-End-Optical-Sensoren finden sollte. Zum einen hat man das Smart-Tracking, das beschreibt, dass die Lift-Off-Distance der Maus automatisch vom Sensor an das verwendete Mauspad angepasst wird. Der Vorteil davon ist auf jeden Fall, dass nicht mehr händisch kalibriert werden musste. Bisher war es so, zumindest bei den meisten Razer-Mäusen und bei allen anderen Mäusen, die ähnliche Sensortechnik wie die 5G-Sensoren von Razer verwendet haben, dass man, wenn man es wirklich genau nehmen wollte, seine Maus in der Software für das verwendete Mauspad kalibrieren sollte. Dies wird jetzt automatisch gemacht, das heißt, die Maus passt die Lift-Off-Distance an das verwendete Mauspad an. Als nächstes Feature vom Focus Plus Sensor wäre der asymmetrische Cut-Off. Der asymmetrische Cut-Off beschreibt, wann die Maus, nachdem sie angehoben wurde, wieder das Tracking aufnimmt. Dieser asymmetrische Cut-Off-Wert sollte so niedrig wie möglich sein, um Misseingaben beim Aufsetzen der Maus nach einem Flickshot zu vermeiden. Bei den meisten Mäusen kann man nur die Lift-Off-Distance und den Cut-Off gleichstellen. In dem Fall passt das der Sensor automatisch an oder kann händisch in Synapse angepasst werden. Als letztes großes Feature wird Motion Sync on Razer beworben, dass das Signal der Maus an die Intervalle des PCs angepasst wird. Also der PC liest quasi das Maus-Movement in bestimmten Intervallen ab und der Sensor passt seine Signale an dieses Auslesen an, was zu einem smootheren Tracking führen soll. Als ich die Maus das erste Mal installiert habe, hatte ich den Eindruck, dass das Tracking und das Maus-Movement weicher und geschmeidiger ist als bei meiner Lancehead Tournament Edition. Allerdings kann das auch einfach daran liegen, dass PTFE-Füße verwendet wurden und das Gefühl einfach auf dem Mauspad geschmeidiger ist. Ja, was gefällt mir an der Maus? Sehr, sehr, sehr viel. Insgesamt bin ich super happy mit dem Teil, auch wenn es extrem teuer war. Warum gefällt sie mir so gut? Es ist einfach die Menge an Features. Wir haben hier 11 programmierbare Button. Wir haben ein justierbares Scrollwheel. Es hat auch Side-Scroll, was super praktisch für Video-Editing und andere Produktivität ist. Wir haben die optischen Maus-Switches. Wir haben PTFE-Feeds. Wir haben den Focus Plus-Sensor, der das Beste ist, was man zurzeit auf dem Markt kriegt. Ob da jetzt sinnlose Features dabei sind oder nicht, er ist faktisch der beste Maus-Sensor, den man zurzeit in einer Maus verbaut findet. Dazu kommt noch, dass Razer bis zu 100 Stunden Akkulaufzeit ohne RGB angibt. Das heißt, ihr könnt die Maus benutzen. Natürlich, wenn ihr das RGB aufdreht, dann ist das eine andere Geschichte. Das frisst einfach Akkulaufzeit. Wäre aber bei jeder anderen Maus auch so. Das Ding rennt und rennt und rennt. Selbst wenn mir der Akku ausgehen sollte, kann ich das Ding auf den Charger stellen und nach 10 Minuten ist das Teil wieder 3 Stunden nutzbar. Wenn man komplett das Ding aufgebraucht haben sollte, dann kann man immer noch das Kabel benutzen, was beiliegt und normalerweise im Charging-Dock ist. Das ist für ein Kabel, was auflädt und gleichzeitig Daten sendet, super flexibel. Also flexibler als zum Beispiel das fest installierte Kabel der Lancehead Tournament Edition, was auch schon ganz okay war. Ist nicht ganz so weich wie die Kabel von der Glorious Model O zum Beispiel, die aber auch Probleme mit gebrochenen Kabeln hatte, zumindest anfangs. Für 99% aller Kunden ist es die richtige Entscheidung, die Maus mit dem Charging Dock zu holen. Man kann sie für 20 Euro weniger auch ohne Charging Dock holen. Das lohnt sich meiner Meinung nach allerdings nur, wenn ihr schon die Viper Ultimate habt, wo das Charging Dock dabei war und noch eine weitere Maus für Produktivität braucht. Aber wer gerade 150 Euro für die Viper Ultimate ausgegeben hat, wird kaum jetzt 190 Euro für die Basilisk Ultimate ausgeben, weil es da doch andere Dinge gibt, die wahrscheinlich Priorität hätten. Alles in allem ist das meiner Meinung nach neben der Viper Ultimate eine der besten Gaming-Mäuse zurzeit auf dem Markt. Ich für meinen Teil liebe diese Maus. Solltet ihr 190 Euro für diese Maus ausgeben, wenn ihr viel spielt, aber nebenbei produktiv seid, wenn für euch Haptik und Feeling und wie die Maus sich in der Hand anfühlt, wie es sich anfühlt, die Maus zu benutzen, wie es sich anfühlt, das Scrollwheel zu benutzen, was super weich ist, wie es sich anfühlt, das Scrollwheel zu benutzen, wenn es super taktil ist und so weiter und so fort, dann ist das eine tolle Maus. Wenn ihr diese Art von Kunde seid, dann kann ich euch die Maus empfehlen. Kauft euch diese Maus. Wenn ihr genug Geld habt, führt kein Weg an dieser Maus vorbei. Für alle anderen gibt es eine Auswahl an Mäusen. Ich werde in Zukunft sicher noch die ein oder andere Maus mir anschauen und ein Review davon machen. Welche das werden? Ich denke, als nächstes werde ich erstmal meine eigene Peripherie durchtesten und dann werde ich dazu übergehen, andere Dinge zu testen. Nebenbei gibt es auch noch One Piece Content. Ich gebe mein Bestes, ich habe Bock darauf. Ja, ansonsten bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.